Hallo! Hallo zusammen, ich bin Gene Simmons. Heute, Leute, natürlich. Na, das mit dem Deutsch klappt ja immer noch ganz gut, obwohl Gene Simmons Highschool-Tage schon einige Jährchen her sind. Ich habe gelernt auf der Schule bisschen Deutsch, vor 6 Monaten und natürlich auf der Tournee. Mitgebracht hat er sein neuestes Projekt, einen schweren Safe. Darin 150 nie veröffentlichte Songs und allerlei Fanartikel wie ein Gene Simmons Püppchen. Alles in allem für $2000 zu haben. I will bring this. Und ich bringe das jedem persönlich vorbei, der so ein Ding kauft. Und wenn es Kuchen und Kekse gibt, bleibe ich ein bisschen. Denn die sind mein größtes Laster. Kekse? Ja. That's my problem. Mehr als ein halbes Jahrhundert Musikerleben feiert Gene. Ein Megastar wurde er in den 70er Jahren mit seiner Band Kiss. Aber angefangen hat alles, als er mit 14 eines Sonntags Fernsehen guckte. I saw the Beatles. Ich sah die Beatles auftreten in der Ed Sullivan Show in Amerika 1964. Und danach habe ich sofort angefangen, Gitarre zu lernen. Ich wollte Mädels, Geld und Ruhm. Aber vor allem Mädels. Hat ja auch geklappt. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Platten ist Kiss eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Privat sind Genes Kinder Nick und Sophie sein größter Stolz. Beide auch Musiker. Keine Drogen, Zigaretten oder Alkohol. Auch ich war noch nie betrunken oder high. Und so sieht er auch mit 68 noch fast so glatt aus wie sein Konterfei aus Plastik.